Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Metro 2033 Redux. Ich sehe, spürst du es kommen. Das ist eine seltene Gabe. Nutze sie, nicht bewegen. Okay, ich bewege mich nicht. Doch, ich bewege mich. Nicht bewegen! Okay. Wir nennen das eine Anomalie, ein neues Phänomen in einer neuen Welt. Psst. Phänomen, was? Aber weißt du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer. Es hängt alles von der Sichtweise ab. Versuche, die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Lass uns jetzt gehen, hier ist es nicht sicher. Okidoki, bin ich voll dabei. Sie hier verschwinden. Vorsichtig. Scheiße! Achtung! Die Viecher kommen zurück! Nein, das gibt's nicht. Ach Mensch. Okay, ja, wir verteidigen uns also mit Khan zusammen hier. Demonstration.
Auf den Wagen. Der Tunnel vor uns sollte sicher sein. Dort kommen wir leicht hin. Okay, dann schauen wir mal, wo uns das hinführt hier. Artyom, du hast einen hohen Auftrag. Glaubst du wirklich, dass die Polis dir helfen wird? Oder gibt es sonst nichts mehr, woran du glauben kannst? Du musst nicht antworten. Okay, wir haben nicht viel Munition. Wir kommen bald an der verfluchten Station an. Die Angriffe der Monster haben nicht nachgelassen. Die meisten Leute haben die Station verlassen. Die übrigen können irgendwo hin. Okay, auf zur verfluchten Station. Khan führte mich zur verfluchten Station. Der Name war kein Zufall. Die Leute dort waren in einem endlosen Kampf ums Überleben gefangen. So, dann geht's auch weiter. Direkt. Die Station wird wieder angegriffen. Gehen wir, Junge. Die Verteidiger können Hilfe gebrauchen. Ja, und ich brauche Munition. Komm, hierher! Oh, Gott sei Dank. Noch ein Angriff? Ja, sie haben die äußere Verteidigung durchbrochen. Alle Überlebenden sind hier. Ich bezweifle, dass wir den nächsten Tag erleben. Wo kommen die Monster her? Wie immer, aus dem linken Tunnel und von der Kreuzung. Wir haben einen Sprengtrupp dorthin geschickt. Der kam aber nie zurück. Und sonst können wir niemanden schicken. Du willst doch deine Station vor dem Untergang bewahren, Artyom. Und hier steht der Untergang bereits vor der Tür. Wir müssen helfen. Finde die Überreste des Sprengtrupps. Bring ihre Bombe so weit in den linken Tunnel, wie du kannst. Und dann lauf. Die Explosion wird heftig. Die Kreuzung ist schon einmal begraben worden, aber anscheinend haben die Nosalis sich durchgegraben. In der Nähe war eine Luftschleuse, die ist wohl offen geblieben. Schließe sie oder bring sie zum Einsturz. Ich bleibe hier bei den Überlebenden. Versuche, die Monster zu uns zu locken, wenn es zu viele sind. Na toll. Hier laden wir mal gerade unser Batteriepack auf. Gerade noch mal so gut? Nein, das sind zu viele. Verdammt! Moon ist alle! Hier liegt doch ein halbes Magazin. Was ist denn hier? Mit der Munition nicht schießen, das ist die Militärmun, sprich unsere Währung. Das war natürlich unvorteilhaft, wenn wir
die verballern würden. Das sieht doch nach einer Bombe aus. Nein! Verdammt! Okay, dann versuchen wir das nochmal. Okay. Okay, ich glaube, wir haben ein Magazin Munition. Das ist nicht viel. Besonders froh darüber bin ich da jetzt auch nicht. Okay. Es sei denn, dass ich gerade ein ganzes Magazin verbraucht habe, um einen Nasalis zu töten. Danke. Ach komm schon. Okay, wir versuchen das jetzt einfach mal mit Rennen. Dreh dem Tunnel doch nicht den Rücken zu. So das Schlimmste, was du überhaupt machen kannst. Aber so teuer. Haben wir hier eine vierläufige Schrotflinte? Okay. Ich würde mal sagen, die pratzt einiges weg. Hier sind die netten Herren in Schwarz. Linker Tunnel, weit rein. Aber an der AK komme ich bestimmt später nochmal wieder dran. Okay, oder auch nicht.
hier hin. Ah, nein, hallo. Sehr cool. Definitiv noch was an der Empfindlichkeit regeln. Keiner von euch Mund für mich. Für den armen, kleinen, jungen Atium. Ich kann das natürlich auch machen. Weg, 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 weg. Hilfe, Leute, hinter mir. Hinter mir. Lade nach. Okay, und jetzt mit ordentlich Adrenalin in den linken Tunnel. Bombe platzieren, rausrennen. Und Feierabend, die ganze Chose hier. Lauf, 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 lauf. Kabumm. Aha. Jawohl, so muss das laufen. Ein großer Sieg an einer kleinen Station. Ich werde nicht mehr mit dir gehen. Ich werde hier gebraucht. Die Tunnel sind angeschlossen. Wenn du zur Polis willst, musst du eine Umleitung nehmen. Von hier aus kommst du zur Waffenkammer. Und danach musst du durch Stationen der Roten und der Faschisten. Gehen wir. Okay, gerne. Die Waffenkammer ist eine unabhängige Station, also kein Problem. Aber die Roten sind was anderes. Sie bauen eine neue Gesellschaft auf. Einen richtigen Polizeistaat mit Leuten, die Informationen über Nachbarn melden. In der Waffenkammer solltest du nach einem Bekannten von mir schauen. André, der Waffenschmied. Erwähne meinen Namen, dann wird er dir helfen. Oslo. In diesen Zeiten können wir nicht die Dinge aufgeben, die uns menschlich machen. So, die Lichter umsetzen und da sehe ich schon die Leiter drunter, die wir in Richtung Waffenkammer nehmen. Das wär's. Rein da. Alles klar. Vielen Dank, Khan. Man sieht sich. Vintra, alles hängt von dir ab. Von dir allein. Bis zu unserem nächsten Treffen, Artyom. Alles klar. Klingt gut.
Und damit würde ich sagen... Wenn es in dieser Welt noch einen Gott gibt, war er an diesem Tag bei mir. Ich wurde von Kahns Freund gerettet, André dem Schmied. Und er wurde mein Ticket raus aus der Station der Kommunisten. So, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann wisst ihr, wie ihr mich unterstützen könnt. Falls nein, schreibt mir doch in die Kommentare, was ich besser machen kann. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Bis dann, macht's gut, haut rein.